Das heutige Video wird euch präsentiert von Lingoda. 3, 2, 1 und boah ey! Und hallo zu dieser neuen Filmsafari auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon, wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Denise ist dabei. Das bedeutet, wir sind unterwegs in Nordrhein-Westfalen. Und zweitens, es wird heute ziemlich trashig. Ja, erstmal danke für das Kompliment, Matti. Gerne. Genau, wir begeben uns heute auf die Spuren eines Films, der dieses Jahr 30 Jahre alt wird und der die Geschichte um den Hype eines gewissen Opel-Modells erzählt. Matti, hast du schon eine Ahnung? Ja, es geht um den Film Manta Manta über den Opel Manta. Und dieser Film wurde in zahlreichen Städten hier in Nordrhein-Westfalen gedreht, unter anderem in Dortmund, in Oberhausen, in Witten, in Hagen und auch genau hier, wo wir uns gerade befinden, nämlich in Wuppertal. Ich würde sagen, begeben wir uns mal auf die Spuren dieses speziellen Stücks deutscher Filmgeschichte. Boah, ey! Bevor wir uns aber die Drehorte angucken, wäre ich dafür, dass wir gerade für die jüngeren Zuschauer, so wie moi, ja, so wie dich, mal ein bisschen weiter ausholen und vielleicht mal erklären, was ist überhaupt ein Manta, wie konntest du dem Hype kommen, wie konnte aus dem Hype ein Film entstehen, wie konnte der dann erfolgreich sein und so weiter. Also einfach mal ein bisschen weiter ausholen und erklären. Ja, gute Idee. Der Opel Manta ist eigentlich ein ganz klassisches Automodell, wie zum Beispiel auch der Opel Astra oder Opel Kadett oder was auch immer es da damals gegeben hat. Das Besondere am Opel Manta war, die Tuning-Szene hat ihn irgendwann für sich entdeckt und komplett aufgemotzt und knallige Farben dran gemalt und krasse Motoren eingebaut und solche Sachen. Und um diesen Tuning-Hype hat sich dann wiederum ein ganz anderer Hype entwickelt, nämlich die Klischee-Witze über den Manta-Fahrer, so wie damals auch die Ostfriesen-Witze und sowas, was es da damals gab in den 80er und 90er Jahren. Der Manta-Fahrer war klischeehaft halt immer so ein bisschen prollig, ein bisschen doof, hatte immer eine sogenannte Friseuse auf seinem Beifahrersitz und einen Fuchsschwanz an der Antenne und solche Sachen. Und um diese Klischees hat sich dann wiederum ja, dieser Film oder gleich mehrere Filme sogar entwickelt. Manta der Film und eben Manta Manta, den Film, den wir uns heute angucken werden. So, und damit wären wir auch schon bei unserem ersten Drehort für heute angelangt, und zwar Gerds Abendschule. Tada! Yay! Wie man schon sieht, heute parken hier keine Mantas mehr vor der Abendschule. Heute geht man umweltbewusst zu Fuß diesen Berg hinauf. Übrigens muss man mal erwähnen, das ist hier so unfassbar todeshügelig. Gut für den Booty. Ja, gut für den Body, aber es ist wahnsinnig anstrengend, hier diese ganzen Berge hoch und runter zu laufen. Also das sieht im Film nicht so krass aus. Man sieht zwar, dass es hier sehr hügelig ist, also dass es ein bisschen hügelig ist, aber was für krasse Steigungen es hier tatsächlich gibt, ja, naja, das sieht man da tatsächlich nicht. Was man auf dieser Szene auch sieht, ist, es ist auf jeden Fall ein bisschen weniger grün da. Grün, ja. Da ist jetzt nur noch so ein kleiner Busch irgendwie übrig und zwei offenbar neu gepflanzte Bäume. Kann das sein? Ja. Hier war noch grün in voller Pracht, zwei dicke Tannen und irgendwie noch so ein Baum. Hier haben wir Klausi und Gerd mit ihrem Manta direkt vor der Abendschule und auch hier fällt sofort auf. Kein Manta. Ja, richtig. Ich bin gut, ne? Kein Manta und vor allem auch hier ist offenbar irgendwie alles gleich geblieben, oder? Selbst dieses Emblem mit der Hausnummer 14. Städtisches Gymnasio. Städtisches Nummer 14. Gymnasio war damals schon auf der Szene zu sehen. Sag mal, das kann doch gar nicht sein, dass sich einfach nichts verändert hat in 30 Jahren. Hier haben wir den Gegenschuss. Klausi und Gerd steigen aus dem Auto aus. Manta. Aus dem Manta, Entschuldigung. Und wir sehen, ja, passt. Nur die Farbe hat sich geändert, ne? Ja, wir haben vorher den Klassiker, die Leberwurstfarbe. Leberwurstfarbe am unteren Bereich. Exakt. Ne? Ja. Stimmt, ja, genau. Das ist hier einfach ein absolutes Ding mit dieser Leberwurstfarbe. Ja. Aber man sieht hier ganz klar, das ist das Gebäude gewesen. Da sind so zwei kleinere, ja, was ist das, Schächte vom Keller und ein größerer daneben. Sieht man hier auch, zwei kleine, ein größerer daneben.
So, da ist der liebe Klausi, oder wie Denise sagt, oh, der ist so ekelhaft. steigt aus dem Manta aus und wir sehen hier schon... Keine Zigaretten mehr. Keine Zigaretten mehr und nicht nur das, es fehlt auch, also beziehungsweise der Eingang, der da war an diesem Haus, ist heute ein komplett anderer. Offenbar hat es damals dort so einen Eingang gegeben mit so einem komischen Geländer. Ja. Da hing ein Zigarettenautomaten und dann ging man da rein. Heute hat man offenbar aus diesem Eingangsbereich eine normale Tür gemacht und ein Fenster daneben geklöppelt. Da hat man in dem Haus scheint auch mal ein Business gewesen zu sein, weil wenn du nochmal auf die Szene guckst, siehst du da eine Beschriftung im Fenster. Ja. Art. Kann das sein, dass Billard. Das... Billard. Das ist eine Kneipe. Oh mein Gott. Das war bestimmt eine Kneipe, 100 pro. Ja, als hätten wir es geahnt, hier ist das endgültige Beweisfoto. Tatsächlich war das damals eine Kneipe oder sowas. Da steht tatsächlich Billard auf dem Fenster. Was auch auffällt, Denise, möchtest du es sagen oder soll ich es sagen? Da ist was Gelbes an der linken Seite des Bildes. Und da ist auch heute was Gelbes. Und zwar der Christian. Ich glaube, der Christian, wie alt ist der Christian eigentlich? War der damals, ja, natürlich war der damals schon geboren, ne? Aber der hatte bestimmt einen Manta. Das ist doch bestimmt die Zeit gewesen, wo er hier sein legendäres Video aufgenommen hat, oder? Dieses Video mit Probleme sind nur dornige Chancen. Ja, die Nase googelt gerade schon fleißig, wer denn damals eigentlich im Jahre 1991 hier in Wuppertal FDP-Spitzenkandidat war. Schon aufgegeben. Hat aber leider aufgegeben, weil wir es nicht herausfinden. Aber wir sehen auch jetzt hier in dieser Szene, dieses gelb-blaue da, Fähnchen, gelbe Fähnchen, das muss auch damals tatsächlich schon eine FDP-Zentrale gewesen sein. Und Denise, was fällt dir ebenfalls auf, links neben der FDP-Zentrale? Die Fußpflege. Tatsächlich. Wir haben hier immer noch eine Fußpflege. Wir machen Füße glücklich, seit 30 Jahren mindestens. Mindestens. Man hat sich zwischenzeitlich mal ein kleines Rebranding gegeben. I like. Damals war es noch so bräunlich, wie es halt so ist. Füße mit sind, wie Füße so sind. Ja, schmutzige Füße. Heute hat man sich schön blaues Redesign gegeben. I like. Absolut. Aber das Haus, ne, die Farbe, ist immer noch dieselbe. Da hat man keinen, oder zumindest keinen sichtbaren Anstrich gemacht. Auch die Struktur, diese Terrakotta, wie soll man das nennen? Mallorquinische Finca-Style. Die Fußfinca. Die Fußfinca. Ja, wunderschön, wirklich wunderschön. Spezialschuhe. So hat sich Wuppertal verändert. Nichts. Die Zeit ist komplett stehen geblieben. Hier nochmal aus der Perspektive. Und ansonsten, ich frage mich die ganze Zeit... Sag mal, Leute. Ich frage mich die ganze Zeit... Die fahren hier wirklich wie vor 30 Jahren, oder? So, bevor es weitergeht, habe ich noch eine kleine... Donde es el supermercado? Denise, was machst du da? Ich fahre doch in Urlaub und ich wollte noch eine neue Sprache lernen. Hier vor der Abendschule von Gerd? Ja, Sigi, wir haben noch gerade ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, falls ihr auch... Quanto la camisa negra costarino? Was für eine Sprache soll das sein, Denise? Spanisch, hört man doch. Ayayay. Sie. Ja, falls ihr auch eine neue Sprache lernen wollt. Una quattro stagioni. Und zwar ein bisschen professioneller als Denise, dann ist vielleicht der Sponsor des heutigen Videos was für euch. Das heutige Video wird euch präsentiert von Lingoda. Das ist eine Online-Sprachschule, bei der ihr ganz einfach eure Lieblingsfremdsprache auffrischen oder von Grund auf neu lernen könnt. Zur Auswahl stehen Englisch, Deutsch, Französisch oder eben Spanisch. Una quattro stagioni. Lingoda ist keine Sprach-App. Ihr lernt also nicht mit irgendeinem anonymen Sprachcomputer oder sowas. Nein, bei Lingoda gibt es echte Sprachcoaches, mit denen ihr Zoom-Calls per Webcam macht. Das heißt, ihr bekommt hier echtes Feedback von Muttersprachlern und könnt euch so stetig beim Lernen verbessern. Der Online-Unterricht ist rund um die Uhr verfügbar und dauert eine Stunde. Ihr könnt über die Website ganz einfach Stunden buchen und auch ganz bequem verschieben oder absagen, je nachdem, wie es euch gerade passt. In diesen Kursen lernt ihr mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen, was ja ebenfalls beim Lernen hilft, aber es sind alles kleine Gruppen, die immer auf 5 Leute beschränkt sind. Neben den Kursen gibt es auch Hausaufgaben und Quizze, um alleine weiter zu trainieren. Und wenn ihr ein gewisses Niveau gemeistert habt, gibt es sogar ein international anerkanntes Zertifikat für euch, das eure Sprachfähigkeiten nachweist.
Wenn ihr Lingoda mal ausprobieren möchtet, dann klickt am besten auf den Link in der Videobeschreibung. Da gibt es sogar noch ein bisschen Rabatt. Und dann sprecht ihr vielleicht eines Tages so gut Spanisch wie ich. Hasta luego! Jetzt sind wir an einem der absoluten Hotspots des Manta-Films angekommen, dem beliebten Treffpunkt von Uschi und ihrer Arbeitskollegin, das Eiscafé, was übrigens heute ein Bäcker ist. So, das ist die erste Szene, die wir sehen, wo, wie hieß sie jetzt, Sabine? Sabinche. Wo Sabinchen in Richtung Eisdiele läuft. Und das wurde von hier gefilmt. Oh, wir müssen ein kleines Stückchen zurück sogar. Genau, von hier wurde das gefilmt, weil hier unten rechts sieht man, das ist immer noch dieselbe Treppe. Was aber völlig klar ist, ist, dass der Zigarettenautomat abgehängt worden ist. Der ist nicht mehr da. Der Kaugummiautomat allerdings hat die letzten 30 Jahre überlebt und hat sogar ein blaues Redesign bekommen. Der war früher rot. Ich liebe Kaugummiautomaten. Ich würde mir da niemals was draus... Ich auch nicht, aber ich guck die gerne an. Und auf denke, gar mal, keinen Fall. Kaugummiautomat. Hier sehen wir die Eisdiele in ihrer vollen Pracht. Leider von oben gefilmt. Das können wir jetzt so natürlich nicht nachahmen. Aber ja, ungefähr von hier irgendwie ist das damals wohl gefilmt worden. Es gab so ein gelbes Vordach. Auch das ist zumindest jetzt nicht da. Aber man sieht da oben, ich glaube, man kann eins aufziehen. Ja. Kann das sein? Ja, also da hängen zumindest Kabel raus aus so einem morschen Stück. Ja. Holzverkleidung. Und apropos Verkleidung, wir sehen auch im Film, war der Zaun mit so einem wunderschönen gelb-weißen, oh ja, wunderschön, Design. Und was sind das, Stiefmütterchen oder was? Stiefmütterchen? Blümchen auf jeden Fall, auch in gelb. Alles schön in gelb und weiß gehalten. So, das ist hier der Gegenschuss. Sabine und Uschi gucken auf einen gut aussehenden Typen. Mit einer coolen Jeansjacke. Der allerdings sofort wieder wegguckt und Sabine beklagt sich ja darüber. Ja, das ist offenbar von hier gedreht worden. Nur komischerweise sieht alles völlig anders aus als damals vor 30 Jahren. Blau. Ja, vor allem blau. Und auch diese historische Tür, die hier zu sehen ist, ist in der Realität nicht mehr zu sehen. Das wird dasselbe Haus sein. Man hat nur einfach einen komplett neuen Anstrich gemacht und auch die Tür ausgetauscht. Hier haben wir jetzt nochmal einen Schuss von dieser Seite. Das muss ungefähr irgendwie von hier gefilmt worden sein, ein bisschen näher ran wahrscheinlich. Wir sehen da hinten das Espresso-Maschinencenter. Bam! Das Schild fehlt heute leider wahrscheinlich, weil es kein Espresso-Maschinencenter mehr gibt. Was soll das überhaupt gewesen sein? Ist das, sondern Bild der Frau. Hieß die Eisdiele so oder hieß der Kiosk so? Nein, oder? Das war wahrscheinlich einfach ein... Ein Espresso-Maschinencenter, klar. Espresso-Maschinencenter, Mann. Und der Bordstein, guck mal hier, wo Klausi auf die Eisdiele draufgebrettert ist, der hier so abgesenkt ist. Ja, der ist hochgezogen worden. Und zwar wahrscheinlich wir haben draus gelernt, aus gutem Grund, ja. Und kurz darauf beginnt dann die rasante Szene, wo Klausi ja, diesen einen Typen, so wie er zum Beispiel, einfach rammt und der dann irgendwie ins Eis fällt oder sowas, ne? Irgendwie so ja. War das doch, ja. Und Klausi ist dann auf der Flucht und biegt dann hier links in die Straße rein, wie wir sehen. Ja, wir sehen auch, die Mauer ist ein bisschen anders. Also das Ding ist dasselbe, aber hier ist eigentlich damals auch noch so eine Backsteinmauer gewesen, ne? Und die Häuser im Hintergrund sind... Definitiv, komplett anders. Die sahen damals richtig ranzig aus, da haben sie irgendwann auf jeden Fall mal neu gestrichen. Aber hier können wir dann auch ganz gut sehen, die Türen sind auf jeden Fall immer noch dieselben. Nicht weit von der Eisdiele entfernt ist das Haarstudio, der Friseur, wo Uschi und Sabine arbeiten und eine Handlung begehen, die wir beide nicht so richtig verstanden haben. Oder hast du es verstanden? Irgendwie. Sie pinkeln in eine Shampooflasche, also Uschi pinkelt in eine Shampooflasche und dann wird das Shampoo verwechselt mit der Pipiflasche, ja. Und dann landet das Pipi im Haar und es ist alles sehr komisch und am Ende ist einer schwanger, ich weiß nicht. Genau. Auf jeden Fall haben wir den Ort des Geschehens haben wir gefunden. Und zwar genau da. Das ist der Friseur. So, und das ist die erste Szene, die wir sehen. Der Clubbesitzer kommt mit seinem, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, Ferrari? Ja, ding, ding, ja. Ding. Er kommt mit seinem Ferrari die Straße entlang gebraust. Und wir sehen hier rechts oben eine Wäscherei namens Goratsch. Heute nichts mehr Goratsch.
Hier rechts auf der Seite sehen wir, das Gebäude hat definitiv einen komplett neuen Anstrich bekommen. Aber hier Türen, Fenster und auch die Schächte unten, ja, ist alles dasselbe wie damals auch. Da Halteverbot gab es damals auch schon, zu sehen an den gezackten Linien auf dem Boden. Ja, aber auch interessant, ne? Also wirklich der Verkehr und auch die Parkerei, das hat sich auf jeden Fall nicht geändert in den letzten 30 Jahren. Städtebautechnisch hat man hier einfach gesagt, ach, Wuppertal ist halt Wuppertal. Wir lassen das so. In der nächsten Szene rollt der Ferrari in Richtung Friseur. Mit Uschi an Bord. Und hier sehen wir, tada. Ja, der Zaun, also an dem Zaun kann man auch erkennen, dass es hier gewesen ist. Es ist auch hier links, rechts so ein Rohr zu sehen, so ein Abwasserrohr, Regenrinne, Regenrohr, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich dieses hier, hat jetzt aber eine andere Farbe. Und ansonsten wurde dieses Haus offenbar komplett restauriert. Sieht jetzt richtig quietschgrün aus, wie Kermit der Frosch. Sehr geschmackvoll. Und man hat im gleichen Atemzug, hat man natürlich auch wieder das Grün entfernt. Wer braucht das schon? Und ich würde mich nicht wundern, wenn hinter dem Haus irgendwie so ein Kiesschottergarten ist. Mit den ganzen Blättern und Bäumen. Ja, stimmt. Das wäre aber echt so ein Klassiker dafür. Absolut so ein Klassiker dafür, ja. Ja, und falls ihr dachtet, auch das Haarstudio hat heute einen neuen Look. Naja, nicht ganz. Ich glaube, die hatten total beschissene Yelp-Reviews, nachdem bekannt wurde, dass die Pipi auf Haare machen. Und da mussten die leider schließen. Ich glaube auch. Weil guck mal, wie abgewrackt das ist. Ja, ihr seht schon, das Haarstudio ist auch nicht mehr da. Es ist wirklich ein komplett leeres Geschäftsgebäude. Wir können uns da natürlich einmieten. Wir beide mit unserem Startup hier. Ja, hier sehen wir eine Nahaufnahme vor dem Schaufenster des Friseursalons. Wenn wir heute mal gucken. Hier betritt Uschi das Haarstudio. Wir können natürlich jetzt hier nicht rein, aber wir können es hier ungefähr von hier hinter der Tür wurde halt diese Szene gefilmt. Wir sehen auch hier schon, auch hier das Haus im Hintergrund wurde definitiv irgendwann mal restauriert. Das sah damals auch ganz anders aus. Aber diese Tür, die hier zu sehen ist, scheint immer noch exakt dieselbe zu sein. Aber meinst du, das war wirklich ein Haarstudio vorher? Weil siehst du diese ganzen unendlich vielen Steckdosen? Das kann total sein, oder? Das vor jedem, ja. Einmal der Vollständigkeit halber nochmal aus dieser Perspektive. Rechts die Regenrinne. Und eine völlig neue Uschi im Herbstlook statt im pinken Dress. Hier ist Til Schweiger in seinen jungen Jahren. Ja, der alte Til Schweiger. 30 Jahre später. Für unsere nächste Szene und die führt uns an einen richtig schmuddeligen und dreckigen Lost Place. Das Gebäude hier spielt eine Rolle in der Verfolgungsjagd zwischen Klausi und dem Ferrari Clubbesitzer. Das hier ist die erste Szene. Tada! Und die wurde von hier gedreht. Der Ferrari brettert in vollem Tempo über die Straße. Man sieht die Straße damals. Sah auf jeden Fall ein bisschen besser aus als heute. Grüner. Da muss man wieder. Ja, definitiv auch grüner. Aber die Straße, der Beton, da muss man ein bisschen geflickt werden hier, würde ich sagen. Guck mal hier, da konnte man richtig schön heizen mit dem Ferrari. Ja. Das Haus im Hintergrund. Ist es überhaupt dasselbe? Doch, das ist dasselbe, ne? Es wurde einfach ein neues davor gebaut. Und man hat eine schön gestutzte Hecke auch gleich mit angepflanzt. Und man hat in neue Laternen investiert. Man hat definitiv in neue Laternen investiert. Ob es jetzt eine gute Investition war, möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Und also es wurde definitiv wieder der ein oder andere Baum gefällt. Auf jeden Fall hier links der und da hinten, hinter dem Ferrari, sind auch zwei, drei Bäume. Sind auch alle weg. Wuppertal, was ist mit dir? Hier aus der anderen Richtung, der Ferrari heizt hinter Klausi und seinem blauen Manta her. Und das wurde hier gefilmt. Und naja, hier auf dieser Szene kann man das noch nicht so richtig gut sehen, weil das hier so verschwommen ist. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe. Vielen Dank, Deneise.
Genau, aber es lässt sich erahnen, dass das Gebäude hier auf jeden Fall damals noch nicht so abgewrackt und ranzig aussah wie hier. Und an dieser Stelle übrigens auch wichtige Frage an alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler. What is it? What is it? Was ist das für ein Gebäude? Wir haben es gerade versucht zu googeln, haben es nicht so richtig herausgefunden. Was ist das damals gewesen? Irgendeine Fabrik? Keine Ahnung. Sagt es uns gerne. Uns würde es brennend interessieren. Ja. Kurze Analyse des Restgrundstücks. Hier ist jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen mehr grün, als es damals gewesen ist. Und offenbar hier rechts an der Seite ist ein Gebäude gewesen. Da ist das Dach eines Gebäudes zu sehen. Das sehen wir gleich in der anderen Szene auch nochmal. Das ist inzwischen komplett weg. Das wurde offenbar abgerissen. Das sieht mir hier auf anderen Szenen auch so ein bisschen aus wie so ein Gartenhaus oder Gewächshaus oder irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall nicht mehr zu sehen. Aber auch hier, der Straßenbelag hat über die 30 Jahre deutlich gelitten und wurde seitdem, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, ich glaube, hier ist Klausi ein kleines bisschen zu oft drüber geheizt. So, hier wird es jetzt auf jeden Fall richtig spannend. Denn hier sieht gar nichts mehr so aus wie auf dieser Szene hier, die wir uns jetzt anschauen werden. Hier wurde die Straße aufgerissen und was auch immer das da ist, muss das so? Muss das da so rausplätschern? Ist das normal ist oder das müssen? Eine Wasserinstallation so als Kunst. Definitiv. Ein richtig tolles Kunstwerk von Banks. Banksy. Banksy. Das ist der polnische Cousin. Banksy. Und das Zimmer auf der anderen Seite, das wurde von hier gefilmt. Eieiei, da hat sich aber was verändert, oder? Ja. Fangen wir mal bei dem Straßenbelag an. Das war früher feinstes Kopfsteinpflaster. Wunderschön. Aber auch nicht so gut für Rennen, ehrlich gesagt. Nee, echt nicht. Also da haben sie auf jeden Fall nachgebessert. Und da oben dieses Gartengewächshaus oder was auch immer, es war, keine Ahnung, das, was wir eben schon gesehen haben, das ist auf jeden Fall heute nicht mehr da. Noch mit gepflegtem Rasen und Zaun drumherum. Alles weg. Alles komplett verwildert, lost, nicht besonders schön. Regnet's oder spritzt uns diese Baustelle an? Ich krieg die ganze Zeit Wasser in die Fresse. Ja, aber ansonsten können wir auf jeden Fall abschließend festhalten, das hier ist auf jeden Fall ein richtig schmuddeliger Ort. Also schön ist das nicht. Und wenn ihr, wie gesagt, wisst, was das hier ist oder was das hier mal gewesen ist, wir können hier übrigens auch reingucken. Guck mal hier. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. So, langsam aber sicher verlassen wir das schöne Wuppertal und gucken uns jetzt hier unseren letzten Drehort in dieser Stadt an. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt, um was es sich handeln könnte. Richtig, es ist der Gemüseladen, beziehungsweise der Gemüseladen und die Werkstatt. War es überhaupt eine Werkstatt? Keine Ahnung. Von Hakan und seinem Dad. Hier sehen wir auch schon die Szene und wenn wir uns mal die Realität angucken, tada, genau hier ist diese Szene gedreht worden. Wir können das erkennen und zwar hier unten rechts an diesem Zaun. Seht ihr das? Da steht der Name dieser Firma drauf, nämlich Tesche & Co. GmbH. Rohstoffverwertung, Güternahverkehr, Schrott und Metallgroßhandel. Wir sehen auch hinter dieser Werkstatt, beziehungsweise hinter dem Gemüseladen von Hakan, ist auch dieser runde Bottich zu sehen. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, es ist ein Gasometer. Ich weiß nicht, ob das nur für Oberhausen so die Bezeichnung ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Da steht Visiodrom dran. Ja, auf jeden Fall ein riesiger Bottich. Ein dickes Rohr, was man auch nicht abgerissen hat in den letzten 30 Jahren. Was wir leider nicht machen können, ist jetzt uns die Werkstatt von innen anzugucken. Das hier war offenbar früher mal eine Färberei und kein Gemüseladen. Da hat man uns komplett verarscht im Film. Aber wir können auf diesen Bildern noch erkennen, dass das tatsächlich von hier gedreht worden ist. Hier haben wir, ja hier links, ne, da wo der Vater sein ganzes Gemüse aufgebaut hatte, ja. Hier links. Das muss irgendwie da gewesen sein. Da irgendwie rund um diese Tür, da wurde das irgendwie aufgebaut. So, auch diese Szene können wir uns natürlich jetzt nicht aus der richtigen Perspektive angucken, aber ja, hier sieht man, da gab es so ein
Tor, das damals noch ein bisschen, naja, nicht so ganz, ein bisschen rustikaler aussah. Genau, und heute wunderschön angestrichen ist. Da hat man damals diese fetten Blumenkohl, ist das Blumenkohl? Ja, ne? Und das sind auf jeden Fall Kohlköpfe. Kohlköpfe und Kartoffeln und alles vorgestellt. Blumenkohl? Was ist das denn sonst? Das ist auf jeden Fall gar kein Blumenkohl. Was ist das denn? Weiß ich nicht, großer Kohl. Kohl, ein ganz normaler Kohl, Standardkohl. Wir sind einfach so ungebildet, ne? Aber ich finde es auch irgendwie... Oh fuck, hier ist ein Drehort. Echt? Hier ist ein Drehort. Die Neise, hier ist ein Drehort! Oh Gott! Warum? Ja, das zeige ich dir sofort. Wir wollten eigentlich Wuppertal schon wieder verlassen und jetzt haben wir durch Zufall einen weiteren Drehort gefunden. Einen, den ich schon längst abgeschrieben hatte, weil im Internet steht eine völlig andere Adresse zu diesem Drehort und das hat einfach nicht gepasst. Ja, und jetzt sind wir hier einfach aus der Straße rausgefahren und hoppala, da ist er. Der Lazarus. Der Lazarus. Ja, und zwar ist hier genau am Lazarus diese Szene hier gedreht worden, wo Berti und Gerd den Manta schieben müssen, nachdem Berti ihn geschrottet hat, nach dem Autorennen mit dem FC Bayern-Fan. Genau, und das ist genau hier entstanden. Wir sehen auch hier, man hat wieder was am Anstrich geändert, aber diese Symbole da oben, Ornamente, die sind auf jeden Fall geblieben. Die waren auch schon hier auf diesem Foto zu sehen. Und hinter diesem Baum da ist auch, das können wir jetzt leider hier nicht erkennen, aber das sieht man, wenn man aus einer anderen Perspektive sich das anguckt, ist auch dieser Fabrikturm zu sehen, der auch auf diesem Bild hier zu sehen ist. Und ohne Witz, um diese Szene herauszufinden, ich habe versucht, hier dieses Schild zu deuten, was das wohl bedeutet. Ich habe hier versucht, dieses Straßenschild zu deuten, aber es ist alles verschwommen, das kannst du alles nicht lesen. Und ich hatte diese Szene schon einfach komplett abgeschrieben. Und jetzt fahren wir hier aus Versehen einfach so vorbei. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? So Geschichten schreibt nur das echte Leben. Wirklich. Richtig, richtig. Wir sind jetzt im wunderschönen Langenfeld und auch hier ist es hügelig. Aber vor allem finden wir hier den Baggersee, in dem Klausi den Manta versenkt. Und etwas anderes ist uns auch schon aufgefallen. Den Weg, den der Klausi zum Baggersee nimmt. Du wirst gleich überfahren. Ja? Keep it going, keep it rolling, keep it rolling. Ihnen auch einen schönen Tag. Ach, Litauen. Auch nicht schlecht. Der Weg, den der Klausi nimmt, der ist gesperrt. Da kann man gar nicht durch. Ja. Und man darf eigentlich auch nicht durchfahren. Guck da. Frechheit. Da ist so ein Schild, dass man da nicht durchfahren darf. Aber da steht irgendwas von Verkaufszeiten. Let's go shopping. Ja, die Szene beginnt hier, als Klausi bemerkt, dass er verfolgt wird und dass der rote Ferrari wieder hinter ihm her ist. Und diese Szene muss hier auf diesem Weg hier gedreht worden sein. Es ist ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass immer noch so ein Bagger da in der Gegend rumsteht, ne? Da ist er. Genau. Der Bagger. Und er baggert noch. Ja, leider heute im Herbst kein Kornfeld mehr da, aber diese Szene wurde tatsächlich hier gedreht. Hier sehen wir die Ecke, wo Ferrari und Klausi einmal wenden, quasi, und dann hier reinzimmern mit ihren Gefährten. Ja, hier sieht es wirklich richtig schön romantisch aus. In Wirklichkeit, bleh. Genau, und hier, das ist dann tatsächlich die Szene, an der wir leider heute nicht mehr weiterkommen, denn hier ist zu und dicht. Aber da hinten, wenn wir mal so ein bisschen ranzoomen, sieht man immer noch dieses Häuschen. Das ist tatsächlich dieses hier. Auf dieser Szene sehen wir dann, dass, was passieren muss. Und zwar Klausi
brezelt den wunderschönen blauen Manta in den Baggersee. Und die Szene fanden, glaube ich, die Regisseure so gut, dass sie direkt dreimal hintereinander gezeigt wird. Kostet ja auch eine Menge Geld, ne? So ein Auto zu versenken, das muss man dann schon auskosten. Auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal einen ganz kleinen Spaziergang und laufen mal einmal hier rum. Vielleicht finden wir den Baggersee ja noch. Ja, ich glaube, das Projekt Baggersee ist krachend gescheitert. Ja, den kann man auf jeden Fall nicht sehen von der Straße oder von hier. Da. Aber man sieht da hinten so leicht, ne? Ja. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ja, Klausis Baggersee kann man so als normaler Besucher leider nicht besuchen. Wir haben extra unsere Schwimmsachen mitgebracht. Ja, wir haben auch unser Auto mitgebracht. Wir hätten, wir hätten alles für euch gegeben, um das nachzustellen. Aber hey, ja, jetzt ist halt, geht halt nicht, ne? Naja, auf zur nächsten und letzten Station. Wir sind an unserer letzten Station angekommen, in Oberhausen, in der sogenannten Siedlung Eisenheim. Und im Film ist es tatsächlich nicht die letzte Station, sondern eigentlich da, wo alles anfängt. Und zwar, wo Berti und Uschi bumsen. Genau, also wo Berti wohnt und wo auch Gerd übrigens wohnt. Wir kennen nicht die exakte Adresse, aber naja, wir sind ja gute Detektive, deswegen würde ich sagen, lass es uns herausfinden. Hier, die Gärten sehen auf jeden Fall schon mal aus wie im Film Hinternhaus. Mit diesem klassischen Wäschelein. So die Gartendeko. Okay, okay. Naja, gut, kann man machen. Hier liegt noch ein Kind auf der Hecke. Naja. Hier, guck mal da. Das ist die Szene, die wir suchen. Man sieht auf jeden Fall diese klassischen Backsteinhäuser. Auf beiden Seiten, das ist das Problem bisher. Ja, genau. Weil hier sind wir irgendwie immer nur auf einer Seite und auf der anderen Seite sind dann so komische wie das da. Das ist ja nicht das, was wir suchen. Jetzt gehen wir nochmal hier links rein, mal gucken. Also das ist wirklich hundertprozentig so ein Garten wie der von Berti, oder? Also rein theoretisch hätte der hier rauskommen können. Also hier haben wir so eine Szene mit Berti da, guck. Das ist auf jeden Fall exakt so eine Gartenecke hier gewesen. Ja. Da der kleine Putt, da die stimmt. Hecke. Das Problem ist, es ist einfach nicht das gleiche Haus. Selbst die Regenrinne passt. Guck hier. Ja. Links da, wo Berti steht, die Regenrinne. Ja. Aber das ist einfach ein anderes Haus. Da fehlt hinten der, ja, dieser kleine, nee, das ist ein zweites Haus, was da noch steht, glaube ich. Ja. Es fehlt alles. Ja. Aber das ist hier leider einfach total verwirrend, weil das alles gleich gebaut ist. So, die nächste Straße. Jetzt mal angenommen, diese Straße wäre es, ist dann vielleicht das Haus am Ende der Straße dieses hier? Oh, den Neiser, guck mal. Guck mal. Zwei Fenster am Ende der Straße. Ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt ans Ende der Straße laufen, ist vielleicht das die Straße, die wir suchen. Exciting. Die Neise, du glaubst es nicht. Ich glaube, wir haben es gefunden. Auch damals hat man hier schon seine historischen alten Autos geparkt. Heute sieht man hier überall moderne Autos. Ja, hier kommt Berti angebraust mit seinem Manta und das muss irgendwie von hier gefilmt worden sein. Hier sehen wir Gerd und Berti nochmal aus dieser Perspektive. Das hier wird das Haus gewesen sein. Nee. Wo sind die Schornsteine? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wo sind die Schornsteine? Stehen wir hier doch falsch? Oder ist das Bertis Haus und das ist das Haus und das ist der Baum? Ja, vielleicht da. Lass uns ein Stück zurückgehen. Ja. Wir waren ein Haus zu weit vorne. Hier ist die richtige Stelle. Hier passt jetzt auch die Farbe. Ja, ich hoffe. Hier passt auch der Baum. Guck da hinten, der Baum. Der war damals einfach noch ein bisschen kleiner. Da ist links ein Baum, der ist jetzt auch viel größer. Und hier noch eine Szene, wo Gerd in sein Haus reinläuft. Das müsste dieses Haus gewesen sein. Wir sehen da unten sogar dieses Loch in dem Tritt. Siehst du das? Das ist auch hier. Oh, das ist auch hier zu sehen. Genau, aber hier fehlt dann eben diese Tanne, leider. Wenn wir irgendwas falsch machen und ihr entdeckt,
und ihr entdeckten Fehler bei unserer Detektivarbeit hier, schreibt es in die Kommentare. Wir sind ja auch nur Amateure. Wir haben keine Detektivausbildung. So, und jetzt müssten wir eigentlich noch Bertis Haus finden, das an dieser Straße gedreht worden ist. Das ist definitiv nicht diese hier, weil das hier ein anderes Pflaster ist auf der Straße. Siehst du das? Das ist kein Kopfsteinpflaster. Das ist so richtiger Asphalt. Sollen wir nochmal 12 Mal hier rumlaufen? Meinst du, wir werden das finden? Ja, ich glaube, wir haben die Straße gefunden. Wir erregen nur so viel Aufmerksamkeit hier in diesem Viertel durch unsere ruhige Art, dass die Leute schon alle aus den Fenstern gucken. Deswegen machen wir das jetzt hier mal relativ zügig. Also, was auf jeden Fall passt, ist ganz hinten. Die Straße endet mit einer Hecke oder mit einem Busch. Das passt auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier vier Häuser, die in die Richtung führen. Ja, und hier links kann man das irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so richtig gut sehen. Es kann sein, dass das die Straße ist und dass das hier das Haus ist, wo Berti damals gewohnt hat. Und dass das hier möglicherweise der Schrebergarten ist. Wir können es aber nicht beschwören. Aber es sieht alles danach aus, dass das hier auf jeden Fall irgendwo hier gedreht worden ist. Freunde, die Sonne geht unter. Das war unsere kleine Drehorttour zu Manta Manta. Wir haben wirklich eigentlich alles gefunden, was wir wollten. Mit Ausnahme von Bertis Haus, weil hier wirklich alles gleich aussieht. Ja, da sind wir uns nicht so ganz sicher, welches Haus es wirklich ist, aber ansonsten haben wir wirklich alles gefunden. Also ein sehr erfolgreicher Tag. Ich würde sagen, lass uns doch zum Schluss nochmal den einen oder anderen Manta-Witz ausgraben und vorlesen. Was hast du da gefunden? Also, soll ich mal anfangen? Ja. Ich habe gefunden, sagt ein Manta-Fahrer zu einem Mercedes-Fahrer an der Ampel, wo geht das denn hier bei Karstadt? Sagt der Mercedes-Fahrer, zu Karstadt. Darauf der Manta-Fahrer, was denn, schon 6:30? Manta-Fahrer in Ägypten. Auf einer Nilbrücke überschlägt er sich. Fahrer und Wagen landen im Nil. Als die Krokodile auf ihn zukommen, meint der Manta-Fahrer, Geul, ey, Rettungsboote von Lacoste. Kommt ein Manta-Fahrer zum McDonald's. Ein Hähnchen, sagt die Verkäuferin. Chicken, sagt der Manta-Fahrer. Nee, hier essen. Warum sollten Mantas jetzt nur noch 80 cm breit gebaut werden? Damit die Fahrer auch rechts den Arm raushängen können. Was singen Manta-Fahrer zu Weihnachten? Boah, du Fröhliche und ey, Tannenbaum. Also ja. Wir merken, nicht nur der Style hat sich über die 30 Jahre verändert, sondern auch der Humor. Ja. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch damals schon schlecht, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Unser ist auf jeden Fall immer der Beste, würde ich sagen. Finde ich auch. Ja. Sind echt witzig. Freunde, das war unsere Drehorttour für heute. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Jetzt? Nein, viel gefallen. Ja, viel gefallen. Vielleicht hat es euch viel gefallen. Molto. Genau. Wenn es das getan hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit und heute auch die Nices Arbeit unterstützen wollt, gibt es einen Patreon-Link in der Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken und dann euch an allem erfreuen, was dort passiert. Also Geld für mich. Das war's für heute. Ich sag tschüss. Die Nase sagt tschüss. Tschüss. Und bis zur nächsten Filmsafari. Boah, ey. Boah, ey.